Wanderwege zwischen Spessart und Karwendel. Tante Agathe, das war der Gipfel. Ehrlich. Nein, ihr könnt mir glauben. Wer einmal online in Universica war, Welten entstehen ließ und Planetensysteme, Stufe 3. Stufe 3. Der verzichtet auf Spessart und Karwendel. Hallo Katrin, verstehe dich nicht. Wirklich. Gefällt es dir nicht, meine Hand zu halten? Fühlst du nicht unsere Nähe? Will ich da oben auf der Leinwand sterben? Ist das Antwort genug? Katrins Antwort, nein. Naja, Katrin war... Sie war keine Freundin der großen Worte. Sie war bald gar keine Freundin mehr. Der Lehrer war empört! Aufgabe war es, zeichne einen Frosch. Zeichne, nicht fertig einen Comic an. Zeichne den Frosch gefälligst noch einmal. Jens blieb ganz ruhig. Mir gefällt das. Werd nicht übermütig, die Aufgaben stellt immer noch ich. Jens holte ganz ruhig ein Stück Kreide aus der Tasche und malte an die Lehrerzimmertür. Manchmal zeugt Jans Verhalten von einer verletzenden Gleichgültigkeit gegenüber dem Lehrpersonal. Jan sollte sich besser in das Unterrichtsgeschehen integrieren. Absurde Formulierung, was? Ja, das kenne ich. Das ist die Pubertät. Das war bei mir genauso. Sagte Jens Vater, als er die Bemerkung im Zeugnis las. Kannte er seinen Sohn überhaupt? Diese Maske gibt mir Kraft, wenn die große Wunde klafft. Was dauert denn nie? Die Sechs allein konnte es ja nicht sein. Die bekam er ja öfters. Aber nicht so, so nicht. Jens tobte innerlich, fühlte sich verarscht. Dabei war das alles gut gemeint, sicherlich. Der Bosniak hat sogar eine Abmahnung riskiert. Das war ungerechtfertigte Bevorzugung eines einzelnen Schülers. Alles leer. Nur der stille Haller füllt den Gang. Ich folge den Schildern, Sekretariat und Lehrerzimmer. Niemand begegnet mir. Niemand. Hinter diesen Türen lauern sie. Niemand bemerkt, was in mir ist. Niemand spürt den Schmerz, der mich treibt. Nur ein Gedanke zählt. Dafür knall ich euch alle ab! Hey ihr da, die mir nie geholfen habt! Hey ihr da, die nur immer gefordert habt! Hey ihr da, die ihr nur immer gefragt habt! Immer abgefragt! Es bleiben vielleicht 10 Minuten. In der ganzen Schule Chaos. Die Gespräche hallen. Stimmengewirr. Ich nutze die Zeit. Die dritte Stunde beginnt.